Ein stark frequentierter Lausitzring am Wochenende vom 3. bis 5. Juni. Für Motorsportfans ein Pflichttermin. Die DCM traf hier auf die Superbike-IDM. Dichtes Gedränge nicht nur in den Reihen der Zuschauer, emsiges Treiben auch in der Boxengasse. Nur einer fehlte, der Hoffnungsträger auf einen Titelgewinn, Max Neukirchner. Ja, Max, sein Sturz ist natürlich echt eine Katastrophe fürs Team, weil wir sind dieses Jahr mal wieder ausgerückt, um die Meisterschaft zu gewinnen. Und das wäre mit Max absolut möglich gewesen. Und bei Testfahrten ist es sowieso immer sehr, sehr, sehr schade. Im Kampf, beim Rennen kann es schon mal passieren. Gott sei Dank kommt es nicht so oft vor. Aber bei Testfahrten ist es doppelt tragisch. Ein bisschen wird das aber noch dauern. Der Sturz war schwer. Neukirchner muss dann erst mal wieder ins Rennen finden. Das Rennen auf dem Lausitzring selbst ist schnell erzählt. IDM und Superstock starteten zusammen in getrennten Wertungen. Yamaha MGM-Pilot Florian Alt wurde am Samstag Zweiter. Es war nicht so ganz das, was wir uns vorgestellt haben, aber es ist auch mit der enormen Hitze so ein bisschen geschuldet. Wir sind, wie gesagt, immer noch in der Erfindungsphase von den Reifen, aber es geht bei jedem Rennen besser. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir jetzt wieder einen kleinen Schritt gemacht haben, aber die Hitze kommt uns nicht entgegen. Die Plätze 2 und 5, also noch nicht das Ende der Fahnenstange im Team Yamaha MGM. Gänzlich Pech hatten die IDM-Fahrer zum zweiten Lauf am Sonntag, denn der wurde nach nur 4 Runden wegen Starkregen abgebrochen. Die mit Gummi verschmutzte Fahrbahn machte ein Rennen unmöglich. Zwar hatte Florian Alt wiederum einen guten Start, aber durch den Abbruch blieb eine Punktegutschrift für die Superbike-Wertung aus. Und dessen Star, Max Neukirchner, erholt sich unterdessen in heimischen Gefilden. Eines war aber auch klar, geheiratet wird trotzdem. Am 7.6. haben sich Max und Stefanie das Ja-Wort gegeben. Am Datum, das an seine Startnummer erinnert. So, jetzt, genau, ja. Die Hochzeit natürlich im Rennturm vom Sachsenring, aber eben einige Nummern kleiner als gedacht. Nämlich ganz familiär, aber mit besten Grüßen vom Team. Ich wünsche dem Familie aus wirklich alles, alles Gute und dass er bald zu uns zurückkommt. Die Daumen sind gedrückt.